Ich mache heute was besonders Gutes und zwar gibt es Lasagne. Aber keine normale Lasagne, sondern passend zur Jahreszeit Kürbislasagne. Und das ist auch eine Low-Carb-Variante, weil anstelle von den Nudelblättern nehmen wir Kürbis. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt gleich. Was ich dafür brauche, ist hier eben, ich habe zwei kleine Butternusskürbisse. Es gab nur kleine, ihr könnt auch gerne eine normal große nehmen. Dann habe ich ein bisschen Zwiebeln, Karotte und Sellerie, alles klein geschnitten. Dann habe ich Hackfleisch und zwar vom Rind. Dann brauchen wir noch ein bisschen Wein. Dann habe ich noch Lorbeerblätter und Knoblauch. Und hier habe ich ein paar Gewürze. Und zwar habe ich einmal Zimt. Das passt immer super zu so einer Bolo-Soße. Nur aufpassen, dass ihr da nicht zu viel nimmt, weil das kann dann schon ein bisschen dominant sein. Dann habe ich ein bisschen Chili-Flocken. Dann habe ich hier Salz, Pfeffer und ein bisschen Kurkuma. Das war's an den Kräutern. Dann brauche ich noch Tomatenmark. Und ich habe hier zwei Tomatendosen. Dann habe ich noch Olivenöl und zum Schluss habe ich hier ein bisschen Creme Fraiche und Parmesan. Und das Creme Fraiche nehme ich anstelle von einer Béchamel-Sauce, weil ich finde, das ist köstlich, das ist so frisch und das spart einem extrem viel Zeit. Und probiert das unbedingt mal auch mit einer normalen Lasagne mit Creme Fraiche. Es ist köstlich. Zuallererst habe ich den Ofen auf 200 Grad vorgeheizt. Dann kommt der Kürbis dran und zwar schneide ich da den Hals ab und schäle den dann. Und jetzt versuche ich so dünne Scheiben wie möglich aus diesem Kürbis rauszuschneiden, weil das, wie vorher schon gesagt, wären dann unsere Nudelblätter. Und wenn ich das jetzt alles so gemacht habe, dann kommen die kurz in den Ofen, weil ich will die schon mal kurz vorgaren. Und wenn ihr eine Mikrowelle habt, dann könnt ihr sie auch kurz in die Mikrowelle geben. Und wenn die jetzt so ausschauen, dann hole ich sie raus und dann können wir uns um den Rest kümmern. Als nächstes mache ich die Soße und die ist ganz einfach. Alles, was ihr dafür braucht, ist einfach ein bisschen Zeit, weil wir machen so eine Bolognese-Soße und die braucht einfach ein bisschen Zeit, um zu köcheln, damit wirklich der ganze Geschmack nochmal entfalten wird. Und zuallererst gebe ich hier einen Topf auf den Herd und der soll richtig schön heiß werden. Dann kommt Öl und das Fleisch rein und das brate ich gut an, damit es auch ein bisschen Röstaromen bekommt. Als nächstes kommen die Zwiebeln, die Karotten, Stangensellerie und das Knoblauch dazu. Und als nächstes kommt das Tomatenmark dazu und das müssen wir schön auskochen. Und was ich jetzt mache, ich nehme mir hier einen Wein, schaut, dass ihr einen guten Wein nehmt. Es muss jetzt kein super teurer sein, aber kein Kochwein. Und dann lösche ich das Ganze ab und ihr werdet sehen, es bilden sich immer so ein bisschen Krusten unten an der Pfanne oder am Topf. Und mit diesem Wein könnt ihr mit einem Holzlöffel das wirklich gut abschaben, weil da ist so viel Geschmack in diesen Röstaromen drinnen. Und dann kann das alles ein bisschen auskochen und der Wein ein bisschen verdampfen. Und als nächstes kommen dann die Tomaten dazu. Ganz zum Schluss kommen dann alle Kräuter dazu, also ein bisschen Salz, Pfeffer, Chiliflocken, ein bisschen Zimt und der Kurkuma. So, also ich habe jetzt hier eine Form und zuallererst fette ich die ein bisschen mit Olivenöl ein, damit da nichts kleben bleibt nachher. Und dann können wir schon schichten. Und als erstes kommt ein bisschen was von der Tomatensauce. Dann schichte ich die Kürbisscheiben da drauf. Dann kommt wieder Tomatensauce. Dann kommen Kleckse von der Creme Fraiche dazu. Dann reibe ich ein bisschen Parmesan drüber. Dann kommt wieder der Kürbis dazu. Und das machen wir jetzt so lange, bis alles aufgebraucht ist und die Form voll ist. Und jetzt zum Schluss gebe ich nochmal
über die Tomatensauce eine ordentliche Portion Parmesan drüber, damit das dann so schön knusprig und golden wird. So, das Ganze kommt jetzt für circa 35 Minuten in den Ofen, der auf 200 Grad vorgeheizt ist. So, also, die Lasagne ist jetzt fertig, ist aus dem Ofen und es riecht schon so köstlich. Und schaut mal hier, wie schön der Käse ist, so richtig knusprig und goldbraun. Genauso soll es sein. Also ich schneide mir da jetzt mal ein schönes Stückchen raus. Oh, und schaut mal, wie schön die Schichten geworden sind und es ist richtig saftig. Und ich probiere jetzt mal. Also das ist eine richtig gute Lasagne, die ist super saftig. Auch mit der Creme Fraiche macht das alles nochmal so ein bisschen frisch und nicht so schwer wie eine Bechamel. Und das ist auch cool für Kinder. Also wenn ihr Kinder die Gemüse nicht so gerne haben, dann könnt ihr das sehr gut damit reinschmuggeln. Und ich hoffe, ihr macht das nach. Wenn ihr es nachmacht, dann schickt mir gerne ein Foto. Das freut mich immer wahnsinnig. Und das war's jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschüss!